Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Together Grand Theft Auto 5. So, wir möchten heute mal einen Test machen, den Testbericht von einem sogenannten Flugfahrzeug in GTA. Der erste Part musste ich leider löschen, den ich gemacht habe, weil ich die Stimme nicht mit aufgezeichnet habe. Wenn ihr in GTA seid, dann nehmt ihr mal euer Handy raus und geht mal ins Internet, in das virtuelle Internet und geht auf Reisen und Transport. Ich habe ja Gott sei Dank, danke Rockstar Games, $500.000 bekommen, wo ja natürlich nicht mal viel übrig ist, wie man sieht. Und was ist das hier? Cobain? Was? Ich habe nicht genug Geld, aber den habe ich doch schon gekauft. Kann ja gar nicht sein. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mir ja den sogenannten Vellum gekauft. Geiles Flugzeug. Das geilste Flugfahrzeug, was es gibt. Der Vellum, ein einmotoriges Flugzeug. Ja, ich habe nicht genug Geld. Egal. Auf jeden Fall habe ich das Flugzeug gekauft. Also gehe ich in Kontakte. Rufe Pegasus an. Und wähle den Vellum. Für $50.000 hat das Ding gekostet und ich finde, es ist das beste Flugfahrzeug in ganz GTA. Also es sieht am besten aus und ja, ich möchte euch einfach mal die Bros sagen so. Und zwar, wenn ihr ein Flugzeug habt, dann sehen die meisten Flugzeugs doch einfach scheiße aus. Der Jet zum Beispiel. Also, ich spiele ja hauptsächlich immer in Ego-Perspektive. Und ich finde einfach solche guten Einpropellermaschinen sind einfach geil. Also guck mal hier vorne, dieses Glitzer, herrlich. Und dieses Flugzeug. Ja, das ist natürlich jetzt nicht der Vellum. Den müssen wir jetzt holen. Der ist da hinten, wo dieses weiße Symbol ist. Also fliegen wir mal schnell zum Vellum. So, da machen wir nämlich gleich noch einen Base-Jump. Das ist cool. So. Das alles wollte ich gerade eben noch mit einem PSN-Freund von mir machen, aber der ist dann gerade aus der Spielelobby rausgegangen, als ich die Nachricht geschrieben habe, komm zum Flughafen. Oh! Juhu! So, jetzt sind wir in der Hall of Fame. Tack. Und da ist das Flugzeug. Da ist der Vellum. Jetzt gehe ich nochmal in meine PlayStation PSN Freundesliste und schaue, was da los ist. Okay. So. Das ist der Vellum. Das beste Flugfahrzeug, was es überhaupt gibt. Drei Räder. Platz für, lasst mich lügen, etwa 6 PSN Freunde. 6 PSN Freunde passen da auf jeden Fall rein. Und da kann man einfach viel Spaß haben. Rein damit. So. Das ist jetzt der Vellum. Jetzt gucke ich euch, zeige ich euch mal meine die geilste Ego-Perspektive, die es überhaupt gibt. Ist das nicht geil? Hier, guck mal, die schönen Flügel. Rockstar Games hat an alles gedacht. Und jetzt geht's ab. Starten wir die ganze Kiste mal, oder? Bringen wir das Ding mal aufs Rollfeld, wie sie es gehört. Oh. Ah. Die Polizei. So, jetzt geht's ab. Wow, herrlich, oder? Ja, manche investieren halt ihr Geld in Autos und ich investiere mein Geld lieber in die Flugfahrzeuge, weil ich da einfach so ein Faible dafür habe. Fahrwerk einfahren und wieder ausfahren. Das geht, funktioniert auch sehr prima. Jetzt können wir auch mal gleich die Landung testen, ob die Landung auch funktioniert. Die Landung. Muss funktionieren hier. Oh. Landen wir an dem berühmtesten Trailer Point, den es überhaupt gibt. Der erste Trailer, der von Rockstar Games gemacht wurde. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Die muss ich euch einfach erzählen. Die ist an diesem Strand entstanden. Kennt ihr noch den ersten Trailer? Trailer Number One?
Why could I move here? I like you the water. Sowas oder in der Art hat der Sprecher gesagt. Und da vorne ist der berühmte Strand und da gehen wir jetzt hin. So, und diesen Trailer, den werden wir jetzt mal nachspielen. Gut, ich kann kein Englisch. Ich höre nur, was ich höre, aber egal. Fangen wir an. Rockstar Game. Why could I move here? To die! Okay, das war der Trailer. USA-Flagge ist übrigens realistisch gemacht. Cool. Das ist geil. Geil. Oh, Leute, man muss hier mal auch in Rockstar Games auf das Detail achten. Guckt euch das mal an. Herrlich, oder? Ich liebe Rockstar Games. Somit sage ich ciao, ich springe jetzt ins Wasser und wir sehen uns beim nächsten Part. Zu Let's Play Together. Oder zu Call of Duty Ghost. Oder sowas. Wie tauche ich denn eigentlich? Egal, ciao. Boah, ist ja Brackwasser.